Hey yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum neuen Part vom Schwitzdokument. Ich glaube, das müsste jetzt der Part 7 oder so sein. Ich habe hier noch einen Kollegen hier in der Party X, The Faro. Ich habe ihn jetzt auf stumm gestellt, weil sonst wäre die Quali ziemlich scheiße. Eigentlich wollten wir das Ganze per Skype aufnehmen. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, lädt auch richtig coole Gameplays hoch. Ich verlinke ihn mal ganz oben in der Beschreibung. Schaut mal bei ihm vorbei und falls euch seine Arbeit gefällt, lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt so ein kleines Mini-Kill-Duell oder so. Und ja, eigentlich wollten wir, wie gesagt, das Ganze per Skype machen, aber er hat halt nur ein LAN-Kabel. Ich glaube, er hat kein WLAN oder so. Deshalb ist das Ganze ein bisschen kompliziert, aber ich denke mal, ist auch egal. So, ich glaube, wir werden jetzt hier eine Runde hier Bodenkrieg spielen. Habe ich auch noch gar nicht gespielt. Ich hoffe, wir joinen nirgendwo rein, weil ich würde ganz gerne meine Win-Lost hier irgendwie versuchen zu halten. So, aber darauf hatte ich jetzt echt keinen Bock hier. Abschluss bestehe ich auf Plaza. Super, schon wieder die gleiche Lobby. Darauf habe ich echt null Lust. Team Deathmatch auf Aftermath. Ja, Jungs, das werden wir jetzt auf jeden Fall spielen. Auch ein bisschen, sag ich mal. Aber ich weiß nicht, ob ich drin bleiben soll, weil eigentlich ist die Lobby ziemlich nice. Würde ich mal sagen, hier schaut mal, Jungs. Oh, die KDs von den Gegnern, schaut mal an. Hier pu pure Nuller-KDs. Ey, ich bleib da echt drin, ohne Scheiß. Ich spiele jetzt einfach hier mit Hellstorm, Blitzschlag, hier Tarnelie. Und ja, ein paar haben mir in die Kommentare geschrieben von den vorigen. Ja, Episoden, dass ich hier mal mit der MTA spielen soll und mit der B23R. Und ja, habe ich mir jetzt extra hier eine Klasse erstellt. Hier nichts Besonderes, immer noch das ganze gleiche von den Perks her, Handgranaten, zwei Stück, Semtex, B23R und die MTA, das Ganze alles hier in der Drachentarnung. Okay, die Lobby ist hier jetzt nicht zustande gekommen und der Kollege ist hier jetzt irgendwie im Hauptmenü. Lol. Egal, ich werde jetzt hier einfach nicht nochmal neu anfangen. Keine Lust jetzt nochmal hier alles zu sagen. Und ja, so. Ich hoffe jetzt, er kommt mal jetzt hoffentlich in meine Party. Ich gehe mal hier kurz eigene Spiele. Vielleicht kommt er nicht rein oder so. Ist ja auch jetzt. Oh, okay, er ist wieder drin. Perfekt. So, Bodenkrieg suchen wir jetzt mal. Hoffentlich joinen wir echt nirgendwo rein. Ich habe jetzt keinen Bock, da einfach eine Niederlage zu kassieren. Okay, sehr gut. Hoffentlich kommt jetzt irgendwie Herrschaft auf Raid. Darauf hätte ich jetzt richtig Lust. So. X the Pharaoh ist erster. Wie gesagt, er ist ein guter Spieler. Ich habe hier bis jetzt noch keinen Abschluss bestätigt gespielt. Bei dem. Commander, Road to Commander Teil. So, mal schauen, was jetzt hier so abgehen wird. Die Lobby sieht eigentlich wieder ganz okay aus, sag ich mal. Nur ein Prestige Master. Hier mal schauen, was für eine KD der hat. 0,78. Oh, das sind halt die Prestige Master auf der Playsee. Herrschaft auf Overflow. Oh, da geht der Blitzschlag eigentlich auch richtig gut ab. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte sogar hier nur mit Drohne spielen. Ich glaube, das ist sogar besser. Drohne, Hellstorm, Blitzschlag, so, weil Loadstone so geht hier gar nicht ab auf der Map, kann ich euch überhaupt nicht empfehlen, da auf der Map spiele ich eigentlich grundsätzlich immer Non-Lethals oder halt hier mit Blitzschlag, so 3, 2, 1, let's go, würde ich mal sagen, hier, mal schauen, wer der Beste jetzt hier sein wird, aber ich würde so sagen, so Kill-Duells sagen eigentlich gar nichts aus, mein Gott, das ist eigentlich auch so mehr Glück, wenn man mal irgendwie seine Streak erreicht oder wenn man eins davor stirbt. Je nachdem, ob man Pech oder Glück hat, gewinnt man dann auch das Kill-Duell, würde ich mal sagen. Genauso wie 101. Ich finde eigentlich, die Spiele sollte man daran messen, wer so die besseren Gameplays hat, finde ich. Und ja, so. Ah, ich wollte ja mit der Emter hier spielen. Okay, hier ist sie. So, sofort wieder hier zur B-Flagge rushen, würde ich mal sagen. Okay, der Faro läuft hier über den Headglitcher lang. Headglitcher-Gang lang. Hier. Zungenbrecher, oh Gott, Sniper. Hier auch jetzt hier die erste Episode, wo ich mal hier Bodenkrieg spiele. Ich würde sagen, hier in Bodenkrieg ist es viel schwieriger, seine KD zu halten, weil da laufen echt noch viel, viel, viel mehr Schwitzer rum. In 6 gegen 6 Herrschaft ist es eigentlich ziemlich leicht. Okay, den habe ich. Da versucht. Ey, ich gehe schon wieder negativ. Was ist hier los? Ja, ich kassiere. Okay, ich muss mich jetzt auf jeden Fall wieder anstrengen, Jungs. Das ist hier meine erste Runde, würde ich sagen. Ich muss mich jetzt hier wieder kurz hier ein bisschen einspielen. Okay, wo sind die Gegner? Ich hau jetzt hier mal der Semtex rüber. Handgranate. Ey, die schimmeln nur, die Leute da. Die ganze Zeit nur am Headglitchen mit der Sniper. Was ist da los? Okay, den habe ich. Wow. Okay, ich glaube, da kommt noch einer.
Handgranate mal hier hinhauen. Jetzt da auch noch eine. Ich glaube, da kommen jetzt viele. Okay, zwei Stück geholt. Hier kurz vor Hellstorm. Okay, perfekt. Blitzschlag habe ich hier. So. Okay, der Blitzschlag hat nicht wirklich hier gescheppert, aber ich bin hier kurz vor der nächsten Drohne und so weiter. Okay, da haue ich jetzt auf jeden Fall... Ah, zwei Stück nur geholt, schade. Drohne raus, Orbit. Jawohl, ich glaube, das ist der Fahrer auf jeden Fall. Ich glaube, das spielt auch hier mit High Streaks. Hier ist Semtex hin. Claymore zerstört. Konterdrohne. Boah, nur Schwitzer schon wieder unterwegs. Er hat mir das... Sauberfahrer, rette mich. Oh, gut. Ich weiß gar nicht, wer mit Real-Life-Namen heißt, aber sonst würde ich ihn nicht die ganze Zeit hier Faro nennen. Also Jungs, ihr merkt hier, er hat, glaube ich, auf jeden Fall den Orbi gemacht. Ja, er hat den Orbi gemacht. Schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei, ist ein echt richtig guter Spieler. Lasst ein Abo da für ihn. Ey, ich werde nur gekillt von so Headglitchern. Der nächste Orbi, Alter. Der geht richtig ab, der Kerl. Ich würde hier auch ganz gerne mit Orbi spielen. Leider bekommt man das erst ab Level 42. So, die habe ich jetzt auch alle geholt. Den habe ich auch. Okay, läuft. Oh, ich liebe diesen Spawn, ich liebe ihn. Ja, Mann, so soll's laufen. Hier, jetzt Hellstorm raushauen. Komm schon. Zwei Leute geholt. Nicht so viele jetzt. Was ist mit Faro los? Der macht hier Dauer-Orbi alleine, Jungs. Nice, Digga. Ich spiele natürlich jetzt nur mit ihm, da er Dauer-Orbi macht. Nein, Spaß. Ich habe schon wieder meine Streaks auf jeden Fall. Okay. Ich mal kurz wieder hier Blitzschlag raus. Nein, ich kill mich selber bei Skrupellos. Fuck, ja. Scheiße. Ich kill mich selber bei Skrupellos. Ich war auf Nuklear. Hätte ich jetzt eine Nuklear gepackt, nur wegen Faro, wäre aber eine Dauer, ob ich gemacht. Das wäre lustig gewesen. So, hier zwei Leute geholt. Ich laufe jetzt mal hier lang. Aber die Ämter ist auch eine richtig geile Waffe auf jeden Fall. Ich mag die richtig gerne. Schaffe ich noch einen Capture-Kill? Kommt er hier lang? Nee, leider nicht. 41,8 und er hat 42 Kills. Recht ausgeglichen, aber ich glaube, er spielt auf jeden Fall komplett non-lethal. Also ohne Blitzschlag und Hellstorm, soweit ich das hier gesehen habe. Auf jeden Fall guter Spieler, Jungs. So, hier auf jeden Fall der Skiller Pro Toxic 13 mit Hammer und Zielsucher. Lola. Drohne raus. Ich bin hier kurz vor Hellstorm. Ich will jetzt ganz gerne hier die Streaks haben. So, mal kurz hier Semtex. Okay, Blitzschlag. Hellstorm habe ich wieder. Der kommt hier links lang. Was hat der für eine Waffe? Ja. Die Leute hier im Bodenkrieg spielen eigentlich hier only mit solchen Waffen. Da sieht man ziemlich selten Spiele mit, keine Ahnung... Wow, Digga, mein Blitzschlag. Haben die mich geholt? Ich glaube schon, ja. Scheiße, ich war wieder kurz vor den Hellstorm-Blitzschlag. Okay, den habe ich. Ist da noch jemand? Okay, der kommt jetzt hier, glaube ich, die Treppe hoch, oder?
Na, doch nicht. Okay, die Leute spawnen bei der A-Flagge. Ich werde sofort mal hinrennen. Den habe ich. Perfekt. Nein, er messert mich! Der Teammate ist so ein unfähiges Miststück. Boah. Warum holt er ihn denn nicht, der Teammate? Ist der... Boah, wie kann man nur so blind sein? Immer diese Random hat, muss man als Teammates haben, außer hier der Faro. Hier. Handgranate. Wallbang. Boah, Digga. Mann, übertreib mal nicht. Hier AN94 mit Griff und Schalldämpfer. Ist eigentlich auch ganz geil. Den hole ich mir jetzt. Oh, die Gegner droppen schon wieder richtig schnell. Eigentlich, nee, die A-Flagge sichere ich jetzt hier nicht. Das ist ziemlich dumm. Wo ist der? Okay, der verarscht mich jetzt hier ein wenig, glaube ich. Egal, Blitzschlag habe ich. So, Tarnili. Ist da noch einer? Okay. Boah. Ey, ich habe gehadglitcht und ich kassiere. Triple Kill mit Hellstorm, sehr gut. Es läuft eigentlich, Jungs. Also für Bodenkrieg-Verhältnisse geht es eigentlich in Ordnung. Hier der Score. 66-12. Dafür, dass immer so viele Schwitzer rumlaufen. Übrigens, Jungs, das Wort Schwitzer habe ich nicht von Red oder von dem Aerotrix, von Carsten. Sondern hier, die Amis haben damit angefangen. Die sagen halt immer Sweaties und ja, halt auf Deutsch heißt es eben Schwitzer. Und ja... Den hole ich mir, der B23. Er hätte mich fast noch geholt, der Lappen. Okay, da ist niemand, glaube ich, hinten am Headglitchen. Aber jetzt ist einer am Headglitchen, oder? Nö. Okay. Da oben ist einer. Okay. Drohne habe ich schon mal hier wieder erreicht. Blitzschlag, Hellstorm habe ich auch. Oh fuck, ich muss schnell raushauen. Nein, scheiße. 71 Kills, ich habe ein bisschen mehr als der Faro, aber wie gesagt, er hat auch, glaube ich, komplett Non-Lethals gespielt. So. Hier noch eine Abschlusskamera vom iGo Waffels mit der Scorpion Evo Schalldämpfer und so weiter. Lasermarkierer. Geht eigentlich auch die Waffe. Ich glaube, die werde ich auch auf jeden Fall mal spielen. Und ja, Jungs, vergesst mal nicht wieder in die Kommentare zu schreiben, welche Waffe und so weiter ihr sehen wollt, welche Punkteserien. Die meisten haben eigentlich geschrieben, dass ich weiter so spielen soll mit Geschütze und so weiter und mit, oh, der Faro hat eine 2-Minuten-Nuklear. Nice, Jungs. Die wird er bestimmt hochladen. Wie gesagt, schaut bei seinem Kanal vorbei. Ziemlich nice auf jeden Fall. Und ja, die meisten haben so geschrieben in die Kommentare, ich soll weiter so Lowstreak spielen. Das ist halt am ansehnlichsten, weil man da halt auch am meisten Gunkills macht. Ist eigentlich so eine ziemlich gute Idee, aber ich glaube jetzt nehme ich mal andere Streaks mit. Nehmen wir mal so, was weiß ich, hier AGR mit, kann ich mal mitnehmen. Genau, AGR. Ich glaube, ich mache es mal so hier. AGR, Tarnili. Ich bin echt gespannt, wie viele Kills dieses Ding machen wird. So. Was habe ich denn hier noch alles für Titel und so? Mega-Abschluss bis jetzt leider nur. Abschlusskette noch nicht. So, da schreibt mir einer erst 1 vor Double Nuclear von der S12 gestorben, aber mein Beileid ist auf jeden Fall bitter. Nein, ich wollte noch schnell das Magazin mitnehmen, scheiße. Egal, ich werde noch eine Runde mit der Emta spielen. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich ja jetzt auch eine Nuclear. Der Faro hat hier schon ganz gut Dauerhobby eigentlich gemacht. Wenn er es nochmal schafft, könnte es sein, dass ich es jetzt schaffe. So. 4, 3, 2, 1. Ich glaube, ich spiele jetzt hier mal zu Beginn nochmal mit der MP7. Keine Ahnung, irgendwie
komme ich mit der am besten bis jetzt zurecht bei dem Road to Commander. Okay. Oh mein Gott, Jungs, ging ich gerade ab. Alter, was war denn jetzt gerade los mit mir? Hier. Pentafeed, was ist hier los? Der nächste Capture Kill. Schon wieder, glaube ich, Blitzschlag. Fuck, was ist hier los? Alter, ging das gerade ab, ey. Ich habe schon wieder alles Streaks, Jungs. Ich habe AGR überlappt, leider. Nein! Fuck! Scheiße, das war knapp, Mann. Ich habe ihn, glaube ich, sogar als erstes wieder angeschossen. Okay, Blitzschlag raus. So, mal schauen. Ich bin jetzt echt gespannt. Boah, Alter, was ist das für ein Feed schon wieder gewesen? Ich bin echt gespannt, wie viele Kills jetzt AGR machen wird. Oh, Triple. Komm, komm, komm. Hier der nächste. Nein! Oh, hätte ich kugelsichere Weste. Fuck, Mann. Okay, AGR hat schon ein paar Kills gemacht. Boah, Jungs, ich habe so schnell 30 Kills jetzt gemacht. In 2 Minuten oder so. Da ist einer am Headglitchen. Den habe ich. Ich helfe mal dem Faro hier B zu sichern. Ich glaube, die kommen jetzt hier da oben. Nein, oder von rechts. Ich wollte gerade noch nach rechts schauen. Okay, er hat es geschafft, die B-Flagge zu sichern. Sehr gut. Nice, Digga, Bro Beast. Okay, Sniper holt mich. Alter, ich habe schon 35 Kills, ey. Wenn ich will ein 100 plus machen. Komm schon. Let's go, Beast Mode, Beast Mode. War da einer? Nee. Ich bild mich hier schon gegen ein. Okay, einen habe ich angehittet mit der Splittergranate. Fuck. Okay, hinter mir auf jeden Fall, weil die kommen jetzt auch hier. Nein! Oh, warum veraime ich denn wie so ein Spasti, Alter? Ja, super machst du das mit deinem... Mit was hat er mich gekillt? Ernsthaft mit Small? Boah, bist du frech, bist du frech. Okay, Faro hat seinen ersten Orbi, nice. Jetzt müsste ich eigentlich auf jeden Fall nochmal meine Streaks packen, die Halbzeit. Da kommen 2 Stück. Perfekt, nochmal einen Eroberungsabschluss gemacht. Sehr gut, hier auch nochmal... Perfekt, alle Streaks nochmal erreicht. Da war auch noch einer. Okay. Er messert nicht die Mistgeburt. Okay, die AGR spare ich mir auf für nächste Halbzeit. Jungs, sorry, dass ich nicht so viel rede, aber ihr wisst ja, ich konzentriere mich hier, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit hier, was weiß ich, Halligalli machen würde, dann würde ich wohl kaum gut spielen. Aber ich denke, so eine Mischung daraus ist eigentlich immer am besten. Konzentration, ab und zu so ein paar Rage-Momente. Ich bin hier echt auf 100-Plus-Kurs, ich glaub's nicht. Aber der Anfang war ja echt der beste, Mann. Ich hatte natürlich Glück, dass die Gegner mich da nicht gesehen haben, als ich da
in der einen Ecke saß. So, erste Halbzeit 55-8, Jungs. Das läuft richtig gut. Hier, Faro schön am Schwitzen. Oh, aber hier schönes Movement hier. Perfekt gemacht. Jumpshot und so weiter. Der Gegner hat kassiert, obwohl er gehatglitcht hat. So soll das laufen. So soll es laufen. So, 3, 2, 1. Sofort werde ich wieder zur B-Flagge rennen. Hier mal kurz AGR hinschmeißen. Oh, fuck, ich bin geflasht. Oder habe ich mich selber geflasht? Keine Ahnung. Boah, wie viele Granaten sind denn da? Da hat einer gekämpft, ich habe ihn gesehen. Okay, ich bin dauer geflasht. Okay, AGR macht Kills, bitte. Was macht der mit seinem... Okay. Los geht's. Ich weiß nicht, wie ich jetzt langlaufen soll, weil ich glaube, die Spawns sind wieder geflippt ein wenig. Von wo wurde ich jetzt angehittet? Das ist die Frage. Okay, wir verlieren B. Okay, Faro hat wieder sein Orbit. Ja, sauber, Digga. Okay, ich laufe jetzt hier mal außen rum, sicherheitshalber. Ich bin schon wieder geflasht, ey. Ich will vom Orbi profitieren, Alter. Okay. AGR habe ich wieder. Ich hätte jetzt ganz gerne noch meinen Tarnhelikopter. Okay. Hier nochmal PDW und so. AGR haue ich jetzt auch mal direkt hier raus. Blitzschlag habe ich auch noch. Nein! Boah, das wäre übelster Multikill geworden. Ich hätte mich schon wieder fast selber gekillt. Ich hätte mir ins Bein gebissen. Hätte ich mich jetzt wieder selber gekillt. Das ist ja so peinlich. Oh, AGR macht Kills. Nice. Ich weiß gar nicht, wie viele Kills ich habe. Aber ich bin auf jeden Fall auf 100 plus Kurs. Ich habe schon wieder meinen Blitzschlag. Okay, der könnte scheppern. AGR habe ich wieder. Nice. Tot, egal, ich habe 80 Kills schon. Okay, AGR sofort raushauen. Ich hatte sogar skrupellos, Jungs. Nein! Kommt Tarnheli raus, Tarnheli raus. Wer hat sein Tarnheli aktiviert oder ist es meiner? Ich habe keine Ahnung. Das wäre jetzt ziemlich bitter, weil ich bin echt hier auf 100 plus Kurs. Ich glaube, ich muss trotzdem noch einmal meine Streaks erreichen. Sonst wird es hier viel zu knapp. Okay, Tarnhelikopter soll jetzt mal weggehen. Ich kann ihn nicht aktivieren, verdammt. So, jetzt aber. Okay. Glück gehabt, Jungs. Fuck. Schaff ich's? Drei Kills. Komm. Blitzschlag. Ja, 100 plus live, Jungs. Hoho, wer ist der Boss? Hier sofort mit anderen Punkteserien. Hier mit AGR, Tarnheel und Blitzschlag. Wurde richtig knapp noch am Ende, ey. In der letzten Sekunde noch das 100 plus gemacht, Jungs. Ich hoffe, euch hat das Live-Commentary gefallen. Ich habe hier sozusagen das Mini-Kill-Duell gewonnen. Aber ich meine, der Faro hat hier auch Only, Drohne, Orbitale und was weiß ich gespielt. Konterdrohne wahrscheinlich. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Über 500 Likes würde ich mich mal wieder freuen, wie gesagt. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Schaut beim Faro vorbei, ganz oben in der Videobeschreibung.
Ach ja, ich wollte ja noch meine KD anschauen. Stimmt, das vergesse ich irgendwie jedes Mal. Ey. Und dann verabschiede ich mich immer dreimal oder so. So, ich gehe jetzt mal kurz raus mit ihm hier. So, mal kurz hier anschauen. 5,38. Jetzt habe ich eigentlich wieder eine 5er KD und jetzt habe ich Siegniederlagenverhältnis von 13. Kann man auf jeden Fall lassen, würde ich mal behaupten. Eine Präzision von 26 mit der MP7. Alter, Walter. Mit der MT 28%. FAL 34%. Kann man alles auf jeden Fall lassen, Jungs. Hier könnt ihr noch kurz so die Stats anschauen vom Faro. Hat auch eine gute KD und so weiter. Was hat er für eine Prezi? 21. Auch auf jeden Fall alles in Ordnung. Wie gesagt, schaut bei ihm vorbei. Lasst ein Abo da bei ihm. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, wir packen die 500 Likes für ein 100 plus Live. Auch im Bodenkrieg habe ich es geschafft, Jungs. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.